Wir als Gewerkschaften und insbesondere wir als Deutscher Gewerkschaftsbund stehen natürlich für faire Arbeitsbedingungen. Das bedeutet für uns auch eine faire Bezahlung. Und da ist es für uns besonders wichtig, dass natürlich auch diejenigen, die neu nach Hamburg kommen, jene, die aus anderen Ländern kommen, genau das Gleiche verdienen, wie auch Hamburger und Hamburgerinnen verdienen würden, bei der gleichen Qualifikation und bei der gleichen Arbeitsstelle. Wir sehen es leider viel zu oft noch, dass genau diejenigen, die nach Deutschland kommen, die nach Hamburg kommen, um hier zu arbeiten, manchmal voller Sorge sind, weil vielleicht der Aufenthaltsstatus an dem Arbeitsvertrag dranhängt. Aus unserer Sicht muss man sagen, dass in Hamburg viele gute Arbeitgeber da sind, die auch wirklich ein Interesse daran haben, gute, gut qualifizierte Menschen aus dem Ausland zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz landen bei uns leider auch immer wieder Berichte, dass es doch immer noch welche gibt, die eben genau nicht darauf achten, denen vielleicht der eigene Profit mehr wert ist. Da sagen wir als Gewerkschaften ganz klar, das kann nicht sein. Wir haben in Deutschland als auch in Hamburg große Fachkräftebedarfe und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch die Message rausgeben, dass wir natürlich alle herzlich einladen, hier zu arbeiten und dementsprechend auch sämtliche Arbeitgeber auffordern, gute Arbeitsbedingungen herzustellen. Das heißt für uns natürlich genauso auch aufstehen gegen den rechten Diskurs, den wir gerade hier im Land erleben, aber vor allen Dingen heißt es für uns auch gute Arbeitsbedingungen.